Ladies and Gentlemen, hallo. Nein, ich möchte nicht verlassen. Ich möchte mir das Replay anschauen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Wir haben hier wieder ein eingesendetes Replay von Wanderdecken. Ein alter Bekannter, haben wir schon einige Replays von gesehen, immer für ein gutes Spiel zu haben. Er führt hier seine Mogami aus, den Stufe 8 Kreuzer der kaiserlich-japanischen Marine. Und das wird auch für mich interessant werden, denn die Mogami habe ich mir zwischenzeitlich auch freigeschaltet. Ich glaube allerdings noch nicht gekauft. Und da bin ich einfach mal sehr, sehr gespannt, was er draus macht. Das Besondere an der Mogami ist, dass sie als eines von relativ wenigen Schiffen dazu in der Lage ist, ihre Türme tatsächlich in einer interessanten Art und Weise zu wechseln. Nämlich insofern gesehen, dass sie standardmäßig die Urbauform hat, nämlich die eines leichten Kreuzers. Man kann aber auch die 203mm Türme ausbauen. Er hat sich hier, das möchte ich gerade noch mit dazu sagen, für die quasi leichte Kreuzerkonfiguration entschieden. Das heißt also, die 155er Kanonen hat er hier eingebaut. Wir haben des Weiteren hier ein voll ausgebautes Schiff vor uns, wie er mir geschrieben hat. Das heißt, da ist für die Hauptbatterie-Modifikation 1 und 2 verbaut. Des Weiteren die Tarnung. Und von den Captain-Skills her, die hat er mir netterweise auch mitgeteilt, haben wir auf der Stufe 1 den Skill für die Flak. Und den siebten Sinn, den wir hier auch gerade in Aktion sehen. Auf Stufe 2 die Torpedogeschichte. Auf Stufe 3 haben wir dann Reparatur bzw. Inspektor, schreibt er hier mit dazu. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was er damit meint. Die Reparaturmannschaft oder Verbrauchsmaterialien, wobei das glaube ich auf Stufe 4 ist, oder? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ja, 4 jedenfalls wieder diese Sekundärbatterie-Geschichte. Beziehungsweise er schreibt hier noch mit dazu, sonst den Links davon mit mehr Chance auf Feuer. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was er hier mit dabei hat. Aber naja, okay. Gut, Jäger hat er rausgelassen, wegen den diversen Flugzeugen, die da sind. Einer ist davon auch abgeschossen. Kann man machen, ist ja auch sehr offensiv dran. Muss dazu sagen übrigens, und so anscheinend ein sehr aktiver, guter Spieler. Ich habe mir mal angeschaut, in der aktuellen oder wahrscheinlich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch aktuellen Season, hatte ich ihn zuletzt auf Platz 2 gesehen. Ja, also viel mehr kommt der gar nicht. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, und die Replays, die wir bisher gesehen haben, die waren natürlich auch immer sehr, sehr ansehbar. Ich denke mal, das werden wir dann auch hier wieder erleben können. Er ist natürlich auch ganz gut aufgestellt in diesem Gefecht hier. Mit seinem Stufe 8er ist er unter den Top-Vertretern seiner Klasse. Ja, die Treffer hier, die machen jetzt nichts, auch wenn sie ins Heck reingehen. Leider sehen wir jetzt hier gerade mal nicht angezeigt, was die Torpedos können. Das ist ein bisschen schade. Hier lassen wir jetzt zum ersten Mal die Artillerie sprechen auf die Farragut da hinten. Und die liegen gut. Wow, 3000 plus den Motor, wenn ich das richtig gesehen habe. Das kann sich sehen lassen. Schöner HE-Treffer, den er hier gelandet hat. Sehen wir jetzt auch rechts wieder die Farragut, definitiv das im Moment am schlechtesten aussehende Schiff im gegnerischen Team. Da hinten haben wir die Cleveland, aber die hat natürlich auch ein kleines Problem, sich mit so einem Gegner hier auseinandersetzen zu dürfen. Die Arme. Schauen wir mal, kommt jetzt hinter der Landzunge vor, könnte er beschießen, zeigt auch die Breitseite, also das wäre auf jeden Fall ein valides Ziel. Auch nur 10 Sekunden Nachladezeit für die Türme, das ist natürlich geil. Ja, und ich finde diese Möglichkeit, da wirklich einen anderen Turm drauf zu packen, sehr, sehr gut. Ist hier natürlich historisch verbürgt, das ist bei dieser Klasse tatsächlich gemacht worden. Wow, schaut euch an, was da an Torpedos kommt. Ach du Scheiße. Mal schauen, ob er da ohne Schaden bei rauskommt. Die Chance ist, denke ich, da, jawohl. Das sollte eigentlich passen. Ah, da verhungern sie auch. Also der eine hätte eventuell treffen können. Auch der am Bug hätte was sein können. Also hier war auch ein bisschen Glück dabei. Ich denke mal, jetzt geht er mit der Geschwindigkeit rüber, um noch rechts von der Insel zu bleiben. In die Mitte reinfahren würde ich jetzt auch eher nicht wollen.
Ja, aber was ich sagen wollte, diese Option einfach, dass man sagen kann, hey, ich will 155 mm Türme oder ich möchte lieber für mich. Wow, was geht gerade mit dem Replay ab? What the fuck? Seht ihr das? Oh Mann. Ja, ich möchte 152 mm Türme oder ich möchte doch lieber die 203er, die großen Koffer. Das finde ich cool, dass man sich da ein bisschen Variabilität sozusagen bewahrt. Würde ich mir sogar noch häufiger wünschen. Gibt natürlich die historische Vorlage nicht immer her. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Wargaming ist ja auch gerne mal kreativ. Stichwort York-Klasse oder was uns dann bei den Schlachtschiffen, bei den Deutschen bevorsteht, die Großdeutschland-Klasse. Das sind natürlich dann eher so ein bisschen Kreativitätskisten. So, da haben wir die ersten Treffer auf der Colorado da hinten. Das sind natürlich keine großen Schläge, die der da erzielt, aber die Masse macht's. Jeder Treffer zieht ein bisschen was weg. Und so kriegt man den Gegner auf die Dauer auch klein. Da hinten jetzt eventuell die Farragut ein schönes Ziel. Die York sieht auch nicht mehr so gut aus. Farragut sollte auch nach links. What the fuck, wo schießt der gerade hin? Ehrlich gesagt hätte ich fest damit gerechnet, dass die Granaten jetzt gegen den Hügel gehen. Vielleicht ist die Anzeige im Replay auch nicht richtig. Bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, das geht jetzt auf die York. Ja, ein kleiner Nachteil ist hier wohl die Flugbahn. Die sieht mir ein bisschen sehr ballistisch aus. Das ist ein Vorteil, wenn man jetzt wie hier so ein bisschen über Hügel schießen möchte. Es ist ansonsten ziemlich beschissen, weil die Granaten einfach sehr lang unterwegs sind. Und das will man natürlich eigentlich nicht haben. Ja, jetzt kommen auch einige Granaten rein, sowohl von der Cleveland als auch von der York. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich mit HE geschossen hat oder ob er zwischenzeitlich mal auf AP gewechselt hat, weil bei der York könnte ich mir AP zum Beispiel gerade sehr gut vorstellen. Problem ist natürlich hier die steile Flugbahn, das geht also aufs Panzerdeck. Das muss nicht unbedingt gut sein. Je nachdem, wie stark das ist, ja, und da ist York raus. Allerdings haben wir hier einen kleinen Landgang vor uns und da vorne kommt die Farragut. Das ist eine etwas ungünstige Kombination. Ah, fährt allerdings vorbei. Schwein gehabt, hätte jetzt Torpedos abgeschossen. Das hätte im Zweifelsfall schon ein bisschen wehtun können. Deshalb auch immer ein bisschen riskant, hier in diese Inselwelt, wie ich das immer nenne, hier auf der rechten Seite reinzufahren. Da ist halt schnell mal ein Torpedotreffer eingesackt und so viel HP hat man dann als Kreuzer auch nicht. Aber wenn das hier die spätere Variante der Mogami ist, dann dürfte die einen ganz guten Unterwasserschutz haben. Zeigt jetzt der Farragut den Bug. Sicherlich somit die beste Variante, die man hier machen kann. Raketen, sage ich schon. Granaten sind auf dem Weg. Ja, da kommen die Torpedos. Nicht gut gesetzt von ihm. Sekundärartillerie zielt ein. Mischt sich hier also mit in das Gefecht ein. Ja, Todesalve geht auch daneben. Nicht gut. Und damit hat die Farragut ihr Pulver erstmal verschossen. Den Rest sollte dann die Artillerie machen. Jeden Moment ist es vorbei. Die nächste Granate könnte es schon sein. Vielleicht sogar die Sekundärartillerie. Nein, die Hauptbatterie macht's. Nimmt die Farragut hier raus. Sehr schön. Das ist der Abschuss Nummer 2 auf in die Inselwelt. Ja. Und dann läuft das. Da schießen wir ein paar Torpedos ab. Wahrscheinlich auf die Colorado. Wenn ich das richtig gesehen habe, war die auch durchaus in Reichweite. Ja, die Pensacola da wäre ein nächstes mögliches Ziel. Die Artillerie bewegt sich ja schon mal in die entsprechende Position. Also ich kann jetzt auch nichts zur Munition sagen, zum Beispiel wie weit da Möglichkeiten da sind, tatsächlich eher mal mit AP zu schießen. Aber ich nehme an, die Torpedos waren doch auch eher so ein bisschen auf Verdacht in der Erwartung, dass da vielleicht noch irgendwie was ist, was man treffen könnte. Weniger bewusst auf die Colorado, vermute ich jetzt einfach mal. War nicht hundertprozentig gesehen. So, da haben wir also die ersten Granaten, die auf dem Weg sind und ja, die treffen gut. Macht ihren Schaden, hat den Gegner auch angezündet. Er zeigt ihm jetzt den Bug, um hier der Countersalve auszuweichen. Das klappt soweit doch ganz hervorragend. Ja, und die Antwort, die ist ziemlich verheerend. Das Problem, was die Pensacola natürlich auch hat, ist, dass sie eine Stufe unten drunter ist. Das ist an der Stelle durchaus hinderlich. Und ja, was sie auch nicht hat, sind Torpedos.
Etwas, was die gute Mogami hier jetzt mal zum Einsatz bringen könnte. Also da warte ich jetzt eigentlich nur noch drauf. Jawohl. Problem ist hier ein bisschen der Winkel, der ist nicht ganz so toll. Er macht das manuell, macht das auch richtig. Und ja, das war's mit der Pensacola. Auf Wiedersehen, sehr, sehr schön gemacht. Sollte man niemals so dicht rangehen an den Gegner, der Torpedos einsetzen kann. 61.000 Schaden, dritter Kill war das. Sehr, sehr schön. Bisher sind wir hier nicht enttäuscht worden. Ja, das nächste Ziel, ganz offensichtlich die Colorado. Die legt sich gerade mit der, ja, dem, sagen wir einfach mal, dem polnischen Zerstörer an, dessen Namen nicht ausgesprochen werden kann. Hier wäre natürlich das ein oder andere Feuerchen sehr angenehm, aber ihr seht auch so, also da kommt schon einiges an Schaden an, kann sich wirklich sehen lassen. Auch die Colorado hat natürlich das Problem, dass sie nur Stufe 7 ist. Davon profitiert er hier sicherlich auch, also das macht schon durchaus was aus. Bei Flugzeugträgern merkt man es ganz krass. Da gehen die Flugzeuge hier, die gehen richtig in die Knie, wenn sie gegen einen Kreuzer fliegen, der ein oder sogar zwei Stufen drüber ist. Aber auch hier ist es natürlich spürbar. Hier ist es jetzt auch sehr wichtig, darauf zu achten, was die gegnerischen Türme machen. Man kann dem Gegner sicherlich hier die Breitseite zeigen. Wenn der allerdings anfängt, sich einzudrehen, wie er es gerade tut, dann möchte man eventuell doch eher den Bug herzeigen. Ganz im Sinne dessen, dass es interessanter ist zu überleben, als noch ein bisschen mehr Schaden rauszuhauen. Ja, und da schlagen die Granaten drüben ein. Jeden Moment dürfte die Salve kommen, jawohl. Und die hat wehgetan. Die hätte noch mehr wehgetan, wenn sie in die Seite reingegangen wäre. Soweit also so gut. Wir leben noch. Können noch ein bisschen weiter schießen. Machen das natürlich auch gerne. Kommen wir auch immer näher ran. Jeden Moment sind wir in einem Bereich, wo wir die Torpedowerfer zum Einsatz bringen können. Gleich dürfte er beidrehen. Entscheidend ist dabei, den richtigen Moment abzupassen. Beziehungsweise, wenn wir mal Glück haben, ist ja auch so nett und fährt einfach weiter geradeaus. Das dürfte auch reichen. Wow, langsam wird das hier gefährlich. Da hat er ernsthaft daneben geschossen. Wow, okay. Großkaliber. Sehr, sehr schön. Zeige ich euch gerade nochmal hier. Mindestens 4 gegnerische Schiffe. 30% des Ausgangsschadens müssen wir erreichen. Der große Bruder von Unterstützer, wenn man so möchte. Ja, und jetzt ist unsere Mogami ziemlich am Ende, aber auch die Colorado hat nicht mehr viel, die Torpedos brauchen wir hier gar nicht. Das Ding ist ein brennendes Wrack, 95.374 Schaden. Dazu kommt dann natürlich noch der Flammenschaden und das ist wirklich sehr, sehr, sehr manierlich. Wir haben auf der anderen Seite noch die Atago und die Fubuki. Ansonsten ist alles tot, die Fubuki könnte eher noch frühstücken gehen. Die ist auf jeden Fall noch in Reichweite, die Atago, ich denke mal, die wird jeden Moment sterben gehen. Ah, doch nicht. Hat sie den Zerstörer rausgenommen? Ärgerlich. Aber auch das kann natürlich im Einzelfall mal vorkommen. Ja, und wie wir hier sehen, alles ein bisschen kaputt. Vom Schiff ist wirklich nicht mehr viel da. Das wird einen längeren Werftaufenthalt zur Folge haben hier, diese kleine Begegnung. Alles im Grunde abgebrannt, Aufbauten zerschmettert. Das Einzige, was noch klar da steht, sind die Türme. Seht ihr auch die Flak, die da so ein bisschen brennt auf dem... Ach nee, das ist ein Durchschuss wahrscheinlich, ne? Ja, er schaut sich das ja auch gerade mal an, wie es aussieht. Ganz schön übel. Aber. Ja, genau, dieses Loch meine ich da im Kommandoturm. Damit dürfte von der Besatzung auch nicht mehr viel übrig sein. Das würde ich übrigens auch ganz cool finden, wenn man, also die gesamte Besatzung abbilden, macht natürlich keinen Sinn. Aber was ich gern sehen würde, sind halt so Führungsoffiziere. Also Artillerieoffizier, vielleicht so ein Leitenden Ingenieur, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie der Titel heißt. Captain natürlich, ne, also so ein bisschen die Führungsmannschaft sozusagen und dann dort auch so ein bisschen Skills verteilen. Ähnlich wie das in World of Tanks ist, wobei ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, wie das da funktioniert. Ich weiß nur, dass es das gibt und das wäre eventuell auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, um noch ein bisschen weitere Optionen in das Spiel einzubringen. Ja, I will kill him, da ist er ganz selbstsicher. Flugzeug hat er gestartet, könnte natürlich sein, dass er damit den Gegner hier aufdeckt. Das ist die große Gefahr, sind hier die Torpedos. Ansonsten kann die Fubuki nicht wirklich viel machen. Ja, und da geht auch wieder zu. Das Aas.
Zeit zum Cappen ist übrigens noch genug da. Ja, und da geht er auf und da ist er. Jetzt sprechen die Hauptgeschütze. Leider nur ein Treffer an der Stelle. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, wo die Torpedos geworfen werden. Bug ist da immer eine schöne Möglichkeit. Oh, da werden wir es gleich nochmal probieren. Sehr schön natürlich auch, dass die Türmchen hier auf dem Vorschiff sind. Das Zeit davon schießen. Oh, da haben wir auch den Unterstützer noch mit dabei. Sehr schön. Oh, ultra knapp. Wow. Ja, das dürfte ihn eigentlich auch schon jeden Moment rausnehmen. Jawohl, da explodiert der Gegner. Und damit ist an dieser Stelle auch direkt die Aufzeichnung beendet. Wir schauen uns die Screenshots an, die er hier mitgeschickt hat. Ja, 163.999 Cash bekommen wir erstmal in die Hand gedrückt. Darf man immer gleich noch ein bisschen was abgeben müssen für die Reparatur. 4.806 XP auf dem Schiff, 241 freie. Dann eben Unterstützer Großkaliber und das sieht mir doch aus wie Kraken, oder? Ist das Kraken? Das sind Kraken frei. Bin mir gerade gar nicht sicher. 5 Kills? Müsste sein, ne? Ja, 165 Treffer, 2-mal Torpedo, 3 Flugzeuge abgeschossen, 5-mal was ausgeschaltet, eben 5 Schiffe versenkt, 5-mal Feuer und 2-mal den Wassereinbruch und irgendeinen Auftrag hat er auch erfüllt. Gehen wir ein bisschen in die Details rein, das ist natürlich der Platz 1. Ne? 2136 Basis XP kann sich durchaus sehen lassen. Wir schauen in den verursachten Schaden nochmal rein. Das könnt ihr euch vielleicht im Zweifelsfall nochmal selbst durchlesen. Interessanterweise sind hier auch AP-Treffer angezeigt. Jetzt stellt sich die Frage, nee, das war nicht die Mittelartillerie. Hier ist nochmal extra ausgewiesen. Ich meine eigentlich, dass er die ganze Zeit nur HE geschossen hat. Eventuell war die Anzeige da auch nicht richtig, ich weiß es nicht. In jedem Fall noch ganz interessant, die 12.986 Feuerschaden, die er hier auch verursacht hat. Ja, selbst haben wir auch ein bisschen was abbekommen, ne? 30.985 durch AP, das war natürlich vorrangig unser liebes Schlachtschiff, was wir da am Ende nochmal angegangen sind. Ja, und demzufolge ist auch ein bisschen was für die Reparatur auf den Tisch zu legen, 84.196 und dann für die Munition und Auffüllen und so weiter 11.288. Das war's an dieser Stelle, danke fürs Zuschicken, wenn ihr einen Replay habt, immer gern her damit. Bitte ihm die Screenshots mitschicken, die ihr hier eben auch gesehen habt. Gerne auch Informationen zum Ausbau des Schiffes, beziehungsweise dann natürlich auch, was entsprechend von eurer Seite aus für Captain Skills verwendet werden. Das ist immer eine ganz nette Information. Gut, das war's dann also von meiner Seite aus. Danke nochmal fürs Zusenden und ich sag ciao, ciao.